Hi Leute, heute gibt es wieder ein neues Trexperiment für euch und ich bin deshalb mit meinem Trexperimentiertisch an der Technischen Uni in München. Hier treffe ich gleich Vicky, meine heutige Herausforderin. Die studiert Physik, kennt sich also super mit Naturgesetzen aus und ich bin sehr gespannt, was die für eine Aufgabe für mich hat. Hallo Vicky. Tobi, hey. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Sollen wir erstmal einen Tisch aufbauen? Ja, hast du dabei, wie ich sehe. Na klar, geh mal auf die andere Seite bitte. Ja, ich helfe dir. Einmal hochklappen und einfach so rum. Okay. Oh. Das wird schwierig. Das geht nicht. Nee, ist nicht so viel Platz hier bei uns im Labor. Was machen wir da jetzt? Ich habe eine Idee. Wir kürzen einfach den Tisch. Naja, okay, wir hätten den Tisch auch längs hinstellen können. Aber dann hätten wir beide dahinter nicht so viel Platz gehabt. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, erste Challenge schon mal geschafft. Eine Sache fehlt noch. Ah, okay. Du musst hier gleich mal das Labor für dich beanspruchen. Ja, Revier markieren. Verstehe. So, jetzt sag doch mal bitte, was ist denn meine Aufgabe? Und zwar hast du diese Feder zur Verfügung und die Münze. Deine Aufgabe ist, dass du es schaffen musst, dass du beides aus gleicher Höhe fallen lässt und beides gleichzeitig auf dem Boden ankommt. Oder auf dem Tisch oder wo auch immer. Feder, bitte schön, Feder und Münze. Sollen gleichzeitig fallen gelassen werden aus der gleichen Höhe. Yep. Und beides soll gleichzeitig landen. Exakt. Kriegst du es hin? Nee, erstmal nicht, weil eine Münze ist ja viel schwerer als eine federleichte Feder. Guck ja. Mal, ich meine. So eine Feder wiegt fast nichts, die ist federleicht. Die Münze ist aus irgendeinem Metall und dadurch ziemlich schwer. Und natürlich rast die zum Boden und die Feder segelt halt gemütlich runter, weil die fast nichts wiegt. Es ist ja halt auch leider nicht so einfach, deswegen ist das ja heute deine Aufgabenstellung. Das hinzubekommen, dass es trotzdem passiert. Du darfst alle Hilfsmittel benutzen, die du finden kannst, alles, was dir einfällt und sinnvoll erscheint, um das Trexperiment zu lösen. Dann gehe ich mal auf die Suche. Ja. Bis gleich. Okay, meine Besorgungsliste heute. Alles, was ich im Labor finde. Okay, mal gucken. Was könnte mir hier weiterhelfen? Hier vielleicht? Nee. Wozu das wohl gut ist? Das Teil vielleicht? Ups. Tobi, Tobi, Tobi. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Wasser. Vicky. Ah, Tobi. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe sehr viele mir gänzlich unverständliche Geräte entdeckt. Und hast das mitgebracht? Wasser. Ich habe nämlich die Idee gehabt, die Feder einfach so viel mit Wasser zu tränken, ja, dass man sie vielleicht ein bisschen knütteln und mit dem Wasser auch schwerer machen kann. Aha. Und ich mache es einfach mal. Und dass man dann vielleicht doch irgendwie beides gleich schnell zum Fallen kriegt, weißt du? Interessanter Ansatz. Ist ja immer noch eine Feder. Ja. Und Achtung. 1, 2, 3. Zählt nicht. Was? Erstens würde ich sagen, die Münze war immer noch ein bisschen schneller und zweitens solltest du ja alles so lassen, wie es war. Feder bleibt, machen. Wie sie ist. Feder nass machen ist eigentlich nicht erlaubt. Na toll. Gut für dich, dass ich noch eine zweite Feder dabei habe, weil ich mir schon dachte, dass sowas kommt hier, gell? Warte, bitteschön. Du darfst jetzt mit der weiter experimentieren. Aber wie soll ich denn die Feder schwerer machen, wenn ich sie nicht verändern darf? Das hat nicht nur was mit dem Gewicht der beiden Sachen zu tun, sondern auch mit was anderem. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Nee, aber da musst du mir einen Tipp geben. Okay, es ist der Luftwiderstand. Der Luftwiderstand? Ja. Okay. Quasi das, was ich spüre, wenn ich mit der Hand so schnell. Was du spürst, wenn du zum Beispiel einen Fächer benutzt oder wenn dir Wind entgegenbläst, weil Luft ist ja nicht nichts, sondern besteht halt aus ganz vielen Teilchen, zum Beispiel Sauerstoff, was wir auch atmen. Das heißt, wenn die Feder von hier nach unten will, dann muss sie die ganzen kleinen Teilchen erstmal zur Seite drängen. Genau, und das ist für die Feder natürlich viel schwerer, weil die eine viel größere Oberfläche hat als die kleine Münze. Ah, das heißt, die Münze muss weniger Luft zur Seite drängen als die Feder. Genau. Deshalb fällt die schon mal schneller.
Genau, also je kompakter und kleiner die Sachen sind, desto schneller fallen sie. Das können wir mal ausprobieren. Guck mal, wenn man jetzt zwei Blätter Papier nimmt, ja, die ja zumindest ziemlich genau gleich viel wiegen, exakt, ja, gleich groß, und eins davon ist zerknüllt und das andere ist einfach eine Fläche. Ja, was denkst du, was passiert? Dann müsste das, weil es weniger Luftwiderstand hat, schneller nach unten fallen. Ja, obwohl es gleich wiegt und das gleiche Material ist. Exakt. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Das heißt, um das Experiment zu lösen, müsste ich es entweder hinkriegen, dass beide plötzlich gleich schwer und gleich groß sind. Ja. Das geht nicht, weil ich bin kein Zauberer. Oder ich muss irgendwie die Physik nutzen, um den Luftwiderstand auszutricksen. Genau deswegen bist du heute bei mir im Labor. Okay, auf Anhieb fällt mir jetzt irgendwie nichts mehr ein. Ich glaube, ich suche mal nach Hilfe. Ja? Tu das. Bin gleich zurück. Bis gleich. Vicky. Tobi. Guck mal. Hi. Oh mein Gott. Ich habe Verstärkung gefunden. Ich sehe es. Das ist die Vicky. Hallo. Hallo alle. Cool, dass ihr da seid. Und die werden mir jetzt, glaube ich, helfen, das Experiment zu lösen. Ich bin gespannt. Ich sage euch mal kurz, worum es geht. Ja? Kommt doch mal so einfach rum. Die Aufgabe von Vicky war, diese Feder und diese Münze gleichzeitig aus der gleichen Höhe fallen zu lassen. Die Aufgabe ist aber, dass beides gleichzeitig unten ankommt. Es muss also gleich schnell fallen. Klingt erstmal komisch, oder? Weil eine Feder natürlich viel langsamer fällt. Das liegt daran, dass sie leichter ist. Es liegt aber auch daran, habe ich schon gelernt, dass der Luftwiderstand gegen die Feder drückt. Überall um uns herum ist Luft. Und wenn die Feder nach unten sinken will, dann muss sie die Luft erstmal verdrängen. Und weil die Feder mehr Fläche hat, braucht sie dafür länger als die kleine Münze. Und wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, dass das trotzdem gelingt. Habt ihr irgendwelche Ideen? Man könnte doch die Münze auf die Feder drauflegen und dann fallen lassen. Also du meinst einfach beides so nehmen? Ja. Gleiche Höhe, gleichzeitig fallen lassen. 1, 2, 3. Das ist ja brillant. Hey, das zählt aber nicht. Warum? Sie ist doch nebeneinander fallen lassen. Da müssen wir ja nicht so streng sein. Doch, müssen wir jetzt so streng sein. Und das geht auch. Deswegen denke ich, kriegen wir das hier auf jeden Fall auch hin. Dann müssen wir es halt irgendwie schaffen, die Feder anders zu beschleunigen. Wir könnten doch mal Folgendes probieren. Wir sind jetzt ja viele. Wenn wir alle gemeinsam von oben auf die Feder draufpusten, während das Geldstück einfach so fällt und unsere Luft von oben ja zusätzlich zur Feder nach unten drückt, dann würden wir nichts verändern. Stimmt. Wäre innerhalb der Regeln. Wir beugen uns einfach alle hier so drüber und pusten so fest wir können auf die Feder. Soll ich runterzählen? Das wäre gut, ja. Okay. 3, 2, 1. Aha. Na, es hat aber schon was gebracht. Also die ist deutlich schneller nach unten, oder? Man könnte ja von unten so den Luftdruck, also nach unten ziehen, so die Luft so. Also, dass man quasi ansaugt von unten. Bräuchten wir einen Staubsauger oder sowas? Ja. Das ist super. Komm, wir suchen mal nach einem Staubsauger. Guckt euch einfach mal im Labor um. Einfach losgehen. Alles, was ihr hier finden könnt, dürfen wir benutzen. Hm, Staubsauger haben sie hier leider nicht. Aber guckt mal, was ich gefunden habe. Kein Staubsauger, aber dafür ein Ventilator. Und wenn wir den benutzen dürfen, kriegen wir damit ja einen gerichteten Luftstrahl nach unten. Das heißt, wir saugen nicht an, sondern pusten weg. Nur diesmal nicht aus 6 Mündern in verschiedene Richtungen, sondern aus einem gezielten Ventilator-Luftstrahl. Ja. Einer hält den. Wer mag's machen? Okay. Dann schalten wir ihn mal ein. Oh, da passiert schon was. Also noch mal ein Stückchen hoch. Zählt sie. Ja. 3, 2, 1. Los. Jetzt genau hinsehen. Ach nee, die Münze war schon wieder schneller. Ah, das war aber knapp. Das war echt knapp. Die Münze ist immer noch ein bisschen zu schnell, gell? Hm. Vielleicht muss man gleichzeitig noch was machen, um die Münze aufzuhalten. Was könnten wir denn noch machen, dass es irgendwie noch besser klappt? Ja? Also halt, dass wir die Münze halt nach oben drücken, dass die langsamer ist. Also mit einem zweiten Ventilator. Ja. Quasi die Feder von oben beschleunigen, wie gerade, und einen zweiten Ventilator finden, den wir nach unten unter die Münze legen, dass die Wind entgegenkriegt. Dann brauchen wir einen zweiten Ventilator. Dann gehen wir suchen. Den ersten habe ich vorhin irgendwo da hinten gefunden. Schon jemand was gefunden? Ich hab einen. Ja? Sehr gut. Dann schließen wir den auch an. Ich bin gespannt. Ich muss irgendwie nach oben kommen.
Ich hole dir eine Leiter. Platz für die Frau Kollegin. Sehr gut. Alles klar. Ventilator 1 läuft. Ventilator 2 läuft auch. Aha, es geht ja schon gut los. Okay, beide Ventilatoren laufen. Wir hoffen, dass der obere Ventilator die Feder schnell nach unten drückt und der untere Ventilator so viel Luft entgegenpustet, dass die Münze langsamer fällt. Alle bereit? Ich zähle gern. 3, 2, 1, los! Ah, die Münze war zuerst unten. Wir brauchen eine neue Idee. Weil das ist auch ein Glücksspiel irgendwie, ob der Luftstrom. Wir können ja vielleicht ein Vakuum machen und dann gibt es keinen Luftwiderstand mehr und dann müssten sie genau gleich schnell fallen. Hä, was ist ein Vakuum? Also da wird die Luft aus einem Gefäß rausgezogen und dann gibt es keinen Luftwiderstand mehr. Und weil einfach keine Luft mehr drin ist. Keine Luft mehr drin ist und da gibt es auch keinen Widerstand. Das ist eine super Idee. Das klingt nach der richtigen Idee auf jeden Fall. Könnt ihr euch das alle vorstellen, was ein Vakuum ist? Ganz schön schwierig auch. Wir können das ja mal kurz veranschaulichen. Hier. So, in der Plastiktüte ist Luft, ne? Wenn ich die jetzt zuhalte, ist da immer noch Luft drin. Ja, und was jetzt? Und wenn ich jetzt den Strohhalm reinstecke, dann kann ich die Luft ja da raussaugen. Warte. Genau. Jetzt ist da keine Luft mehr drin. Ja, und nach dem gleichen Prinzip funktioniert quasi eine Vakuumpumpe auch. Sie zieht sozusagen die Luft aus einem Gefäß. Wir benutzen jetzt allerdings ein festes, weil das einfach praktischer ist, weil wir wollen ja auch was reintun. Richtig. Und halt einfach ein stärkeres Gerät als den Strohhalm. Ich glaube, ich habe sowas vorhin schon gesehen. Echt? Ja, als du nach dem Ventilator gesucht hast? Ja. Das heißt, ihr habt alles dafür da, um hier ein Vakuum herzustellen? Auf jeden Fall, ja. Und nicht in einer Plastiktüte, sondern mit was Festem? Sondern in einem festen Gefäß, genau. Dann, Vicky, machen wir das jetzt. Ja. So, hier drin machen wir das Vakuum, ne? Das ist also die Plastiktüte, wenn man so will. Genau, das ist die Plastiktüte, nur jetzt in Form eines Glasgefäßes oder Kolben, wie wir sagen. Ja. Und das eignet sich halt für sowas ganz gut. Und hiermit holen wir die Luft da raus. Genau, das ist dann quasi unser Strohhalm, wie gerade bei deiner Veranschaulichung. Und das wärst dann quasi du. Habt auch die gleiche Farbe. Und genau, das funktioniert dann genau nach dem gleichen Prinzip wie du mit dem Strohhalm und der Tüte. Und dann haben wir die Hoffnung, dass wenn hier drin keine Luft mehr ist, kein Luftwiderstand mehr herrscht und sowohl die Feder als auch die Münze gleich schnell von einer Seite auf die andere fallen. Genau. So, jetzt sind Feder und Münze hier drin, aber es ist noch Luft drin. Ja. Das heißt, es müsste jetzt wieder genauso sein wie vorher. Die Münze rast runter und die Feder. Genau, wir haben die gleiche Situation quasi, nur hinterher. In einem Glasgefäß. So, dann holen wir doch jetzt hier mal die Luft raus. Wollen wir es probieren? Okay. Machen wir ein Vakuum. Also, jetzt schließen wir hier mal unseren Strohhalm an. So, okay. Das sieht safe aus. Ja. Alles richtig eingestellt. Hinten ist zu. Hinten ist Feder zu. Ist drin, Münze ist drin. Yep. Mach mal an. Jetzt saugen wir gerade die Luft raus. Man hört es schon. Mach wieder aus. Ventil zu. Strohhalm kommt ab. In diesem Gefäß ist jetzt keine Luft mehr. Gucken wir mal, ob es schon gereicht hat. Auch kein Luftwiderstand. Das ist ein Vakuum, ne? Ja. Und wenn jetzt alles gut funktioniert und ich das Ganze gleich um 90 Grad nach links kippe, müsste beides gleich schnell sinken und wir haben das Experiment gewonnen. Genau. Okay, Leute. Jetzt drückt uns die Daumen. Und genau hingucken. Dann starte ich hiermit das Experiment. Zählt ihr runter von 3 bis 0? Auf los geht's los? Ja. 3, 2, 1, los! Danke euch fürs Helfen und Mitmachen. Und ihr Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Immer noch!